Wow. Tja. Katzenvideos. Oder? Nicht schlecht. Das wird der neue heiße Diese Scheiß. Politiker. Katzen können was verändern, ja. Aber wie oft denkt man sich, was kann ich alleine schon verändern? Was kann ich als Mensch schon für einen Unterschied machen? Ich bin noch ganz allein. Ja, und vor mehr als 10 Jahren, Nils, haben wir vier, also Simon, Budi, du und ich, uns hier in Düsseldorf kennengelernt und haben damals bei einem Sender gearbeitet und haben uns damals schon überlegt, wäre es nicht geil, irgendwann mal einen eigenen Sender zu haben und irgendeiner gibt uns die Kohle dafür. Ja, Kohle haben wir immer noch nicht, aber dafür den Sender. Und damit haben wir ja letztes Jahr den Web-Videopreis in der Kategorie Person of the Year gewonnen. Genau, und bei dieser Kategorie sind wir jetzt auch und deshalb können wir wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wir waren wirklich überrascht. Wir waren mit Unge und Gronkh nominiert und wir haben uns den Arsch abgefreut und haben wirklich zu keinem Zeitpunkt damit gerechnet. Das stimmt wirklich. Also das ist so. Das stimmt. Und heute Abend sitzen hier wieder drei Leute, die auch überhaupt nicht wissen, womit sie jetzt rechnen können. Gut, wir können zumindest sagen, dass wenn sie gewinnen, müssen sie nächstes Jahr für Ulm den Webvideopreis moderieren. Also, das steht fest. Ja, da müsst ihr durch. Und hier sind die Nominierten in der Kategorie Person of the Year Female. Ich bin im Brüsseler Flughafen. Aber was ist Gentrifizierung eigentlich genau? Wie bewegt ihr euch fort in eurer Stadt? Über Fritten müssen wir tatsächlich nochmal sprechen. Selbst wenn das so sein sollte, treiben diese skandalheischenden Schlagzeilen das ja dann nur noch weiter voran. Das ist keine moralische Frage, sondern ein Fehler im System. Wie seht ihr das? Mitten in Dougie Video meinen Vlog. So, Freunde, hallo und herzlich willkommen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich nicht mehr verstecken. Ich kann einfach komplett ich sein. Als ich mit YouTube angefangen habe, war mein größtes Vorbild Ellen DeGeneres. Und das genau aus dem Grund, weil sie eben so vielen Menschen hilft. Wir haben den Vorteil, dass wir eine sehr große und starke Community sind und wir zusammen sehr viel erreichen können. Mega geil. Vegas-Films präsentiert. Ich habe ein komisches Mitteilungsbedürfnis, ist mir aufgefallen. Ich habe angefangen zu sticken. Es wird eine Blume. Es geht wieder los mit YouTuber gegen Hass. Da-da-da-da. Der Karpfen scheint überrascht, wenn nicht sogar erfreut. Ich habe mir so eine tolle Platte gekauft, Johnny Hooker. Ich würde mal sagen, das zählt noch als GEMA frei. Du twitterst auch nicht die ganze Zeit. Es muss mehr Realness überall sein. Dass sie die erste Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen ist, muss ich wohl niemandem erzählen. Dass sie vloggt, wissen aber wahrscheinlich wenige. Begrüßt auf der Bühne Vloggerin und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. Guten Abend zusammen. Typisch Politikerin wollte ich jetzt eigentlich eine 20-Minuten-Rede halten, aber ich sage einfach nur Danke für diese tolle Veranstaltung. Glückwunsch an alle, die gewonnen haben und Glückwunsch an alle, die nominiert waren. Und ich bin so stolz, hier sein zu können, weil es hier jetzt bei dieser Kategorie um drei taffe Frauen geht. Drei starke Frauen. Zwei aus Nordrhein-Westfalen und die dritte würden wir auch noch aufnehmen, ehrlich gesagt. Aber ich habe gar keinen Umschlag. Ich meine, ich kann es verstehen, ich konnte mich auch nicht entscheiden. Also ich hoffe, dass jetzt irgendjemand mir den Umschlag bringt, mit dem ich dann auch deutlich machen kann, wer denn gewonnen hat in dieser Kategorie. Da kommt der ganz wichtige Mann. Und die drei Damen zittern schon. Nochmal einen Applaus zur Aufmunterung. In der Kategorie Person of the Year, Female, hat gewonnen Melina Sophie.
Ich bin ganz stolz und meinen herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, und ich habe mich auch gefreut für die anderen beiden. Alle drei waren ganz toll und super. Herzlichen Glückwunsch zum Preis. Dankeschön. Ja, jetzt bin ich ein bisschen am Arsch. Klar habe ich damit gerechnet, dass ich nominiert bin, das weiß man, aber wirklich vorbereitet bin ich nicht. Deshalb danke ich an dieser Stelle einfach mal meinen Freunden und vor allem auch meinen Abonnenten, ohne die ich hier niemals stehen würde. Also ein riesen, riesen Dankeschön. Und vor allem auch meiner Familie und meiner Mama, die heute Abend auch hier ist, die in den letzten 2,5 Jahren, seit ich YouTube mache, viel mit mir durchmachen musste, aber immer hinter mir stand und mich immer unterstützt. Ja, vielen Dank. Dankeschön.